Gut, jetzt haben wir die, haben wir die, haben wir das, haben wir das, haben wir das. Ich würde jetzt noch mal kurz auf Suche gehen nach einem Panzer, ne? Ich würde noch mal kurz den Weg abgehen. Weil da sind immer sehr gute Sachen drin, die man verticken kann. Und mich würde das interessieren. Ich muss doch irgendwie aus Karotten oder so Saat rausbekommen. Ich versuche das gleich mal. Wir haben ja Karotten da. Wenn ich auf Zerstören gehe, könnte doch sein, dass daraus eine Saat kommt, oder nicht? Würde ja Sinn machen. Ich weiß gar nicht, ob hier auch noch Panzer stehen irgendwo. Ich breche alles mit. Ja. Da. Da haben wir einen. Ja, ich sollte es reparieren lassen, ich weiß. Okay, er ist kaputt. Toll. Aber wir können wieder einen Auspuff verkaufen. Ach, scheiße. Brecheisen kaputt. Es ist jetzt so kaputt, dass wir es auch nicht mehr reparieren können. Ärgerlich. Gut, nicht zu ändern. Mal wieder zum Markt ein paar Sachen verticken. Können wir das Brecheisen besorgen? Hartgekochte Eier nehmen sie da nicht. Da können wir aber noch mal 4 von mitnehmen. Die Gemolken haben wir ja schon, ne? Ja. Wir gucken mal kurz, ob hier Eier sind. So. Ganz wichtig auf jeden Fall die Beeren. Das gibt gutes Geld. Macht auch keinen Sinn, die Aufteilung. Ne? Du kriegst für die Bären voll viel Geld, aber für Kraftstoff kaum was. War Lebensmittel früher im Krieg oder nach dem Krieg wertvoller als Kraftstoff? Vielleicht liegt es daran. Bier behalten wir mal. Flasche kommt hier rein. Kraftstoff verkaufe ich nicht, das bringt einfach nichts. So, haben wir noch irgendwas? Ich würde mal noch eine Granate werfen wollen. Dann können wir nämlich die Fische, die wir da rauskriegen, auch mitnehmen und verkaufen. Auf! Da muss ich wahrscheinlich wieder saufen, ne? Ist richtig. Bier reicht ihm wohl nicht, um Fische zu töten. Was haben wir denn da Schönes? Ein paar Fischis. So macht doch Angeln Spaß. So hätte ich auch Bock auf Angeln. Eigentlich könnten wir gleich zum Markt, so wie wir hier sind, ne?
Ich guck noch mal kurz, ob noch was wäre zum Verkaufen. Achso, Karotte wollte ich ja mal testen, ne? Ging nicht. Wie kriege ich da Saat raus? Warte mal. KTM. Wo war denn nochmal so die Einführung, wo alles erklärt wurde? Hilfe? Ah, hier. Okay, warte. Destillieranlage, da kümmern wir uns auch nochmal drum. Handel, Heu. Ja, für den hier. Kompost, Küche, Mist, Pflanzenanbau. Zuerst musst du den Boden mit einer Hake und einem Pflug vorbereiten. Dicht bewachsene Stellen. Okay. Mit einem Sack Samen kannst du anfangen zu sehen. Wenn du einen Platz am Boden betonen kannst, du prüfen. Viel Zeit erforderlich und viel Geduld, um etwas ernten willst. Du kannst mit der Sense Gras mähen, um Holz zu bekommen oder Getreide zu ernten. Die Klinge verursacht Schäden, also sei vorsichtig mit dem Ding und Gemüse. Verwende den Drechsel, um den Getreidekörner und Stroh zu gewinnen. Du musst... Verwende den Dreschflegel, um zu gewinnen. Du musst... Das ist alles. Aha. Okay. Ja, gestern schon eins da gelassen. Ja. Hier kannst du Stämme von gefällten Bäumen hinbringen, wenn du sie nicht selber verarbeiten möchtest. Alle Baumstämme, die dir gehören. Okay, Vermehrung von Tieren. Wenn du mindestens ein Männchen und mindestens ein Weibchen bestimmter Art und Foto versorgt hast, kannst du ein Weibchen mit einer Schwangerschaft rechnen. Oh. Achso, warte mal, ich würde noch mal kurz gucken, was da noch stand. Okay. Oh, das ist aber interessant. Haben wir Männchen und Weibchen hier? Dann könnten wir die theoretisch hier... Nee, die... Ich glaube nicht, ne? Ja, ist natürlich blöd. Okay, wir gehen mal zum Markt. Was können wir denn mal hier lassen? Den Eimer lassen wir mal kurz hier. Eimer und Granate. Hatten wir hier was gehabt? Ja, ne? Die Dings. Sehr gut. Die Fisch gibt nicht so viel. Gab ein bisschen mehr. Ja, war auch nicht viel. Aber egal, rentiert sich ein bisschen, ne? Kommt immer ein bisschen was. Und Eier noch. Auspuff könnten wir auch wieder anverticken. Was brauchten wir? Gucken wir ganz kurz noch Samen. Ob es hier irgendwo irgendwer noch Samen für uns hat. Ich weiß nicht, wie ich an Samen komme. Badrara.
So lache ich immer. Und der ganze Doppelkinn wackelt. Ach so, wir wollten ja hier, ne? Boah, frech, 315, so ein scheiß Ding. Brauchen wir aber. Okay. Gehen wir hier zu Thaddäus. Was? Ja. 360. Wenn es einen Griff hätte, könnte man es einen großen Armer nennen. Er kann Wasser, Mist sowie Kompost und Asche transportieren. Ah, okay, 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 okay. Haben wir die Lampe voll? Den ich irgendwie. Haben wir die Lampe? Ich will mir aber nicht verscherzen mit dem hier. 400. Oh, den könnten wir kaufen. Den kaufen wir uns mal. Den Handwagen. Der hier? Mach weg. Wie kann ich da was reinpacken? So? Aha. Aber wie kann ich denn das so öffnen? So kriege ich es nicht geöffnet. Egal, wir fahren das Ding jetzt nach Hause. Andersrum, da lang, ne? Ne, nur muss es ziehen. Geil! Jetzt können wir auf Tour gehen. Und hier, so ein paar Viecher können wir, glaube ich, auch killen dann, ne? Schön. Machen wir am nächsten Tag. Dann können wir die auch schön verkaufen. Das Fell verkaufen und sowas. Gab, glaube ich, auch nicht so schlechtes Geld. Bin mal gespannt. Nicht, dass wir da ein Tier drin haben und er läuft dann so langsam, ne, weil es zu schwer ist zu ziehen. Das wäre natürlich dann auch doof. Aber hätte ich mir so einen kleinen Handwagen hier. Das würde ja keinen Sinn machen, wenn da ein Tier drin ist und du kannst nicht mehr ziehen, ne? Die Kiloanzahl müsste jetzt deutlich erhöht sein. Vorher war es aber 9 Kilo, was wir tragen konnten, ne? Sollte jetzt deutlich erhöht sein. Aber ich glaube, wir können keine Schnellreise damit machen, ne? Ich mache es mal ganz kurz. Doch. Nur da ist dann die Frage, wie viel darf da drin sein, ne? Um eine Schnellreise machen zu können. Wie gesagt, testen wir am nächsten Tag mal aus. Knallen wir das Ding voll. Jagen wir ein bisschen was. Vielleicht finden wir ein paar Panzer, vielleicht finden wir noch einen Bunker oder sowas. War das jetzt schon ein neuer Tag? Ne? Nee, ne? Hat man ja schon einmal wieder gepennt. Bezüglich Milch. Wir müssen es rausnehmen, um zu gucken. Ich glaube. Okay. Müssen wir auch bald mal ausmisten.
Essen ist noch bei beiden da. Sehr gut. Hier ist auch noch Essen. Da müsste wieder Essen rein. Oh, die Hühner fressen hier aber auch wie Sau, ne? Wie verrückt. Auf Eier. Die Sense und die Mistgabe könnten wir eigentlich auch hier lassen. Und die Axt. Nee, die Axt immer mit. Warte mal, wie viel hatten die noch? Ah, okay, die hat noch ein bisschen was. Die Sense hat noch 100. Jetzt haben wir dieses kleine Stück hier gemacht. Die verbraucht sehr schnell, ne? Wir machen hier nochmal um den Brunnen rum. Wo stand denn dieses Ding eigentlich, dieser... Das ist ja auch einfach, steht ich damit einfach nichts machen kann, ne? So. Schön eigentlich, ne? Wenn alle so weg ist, dann sieht das alles schon ein bisschen schöner aus. Oh, 82. So, die packen wir hier rein. Das auch. Brecheisen nehmen wir mit. Und die auch hier rein. So, Brecheisen kommt auf die 2. Das war auf die 1. Ach, da ist die Mika wieder. Da ist sie wieder. Ups. So. 6 bis 8 Liter trinkt der Rafus Wasser am Tag. Alkohol, ja. 6 bis 8 Liter Alkohol am Tag. Ja, moin. Gut, das Ding ist hier jetzt noch nicht so in Betrieb, ne? Aber wir packen es trotzdem da mal rein. Liter täglich. Na, 3 Liter täglich ist ja in Ordnung. Das muss ja eigentlich so sein, ne? Was ist, wofür ist jetzt die Challenge gedacht? Ach, jetzt habe ich das Ding natürlich nicht mehr. Ich bin auch sehr trinkvergesslich. Ich trinke, habe ich vorhin erzählt, so 1 Liter Wasser am Tag. Und ansonsten halt abends mal eine Limo oder so eine Müllermilch, ne? Und Kaffee zähle ich halt einfach nicht dazu. Oder Tee. Ja gut, doch, Tee geht. Aber Kaffee zähle ich nicht dazu. Habe ich auch sehr oft Kopfschmerzen, ja. Jetzt schon ein paar Tage nicht mehr gehabt oder 2, 3 Wochen. Aber ich habe auch sehr oft leider Kopfschmerzen. Dadurch natürlich. Ich muss mir auch angewöhnen, hier einfach, also es gibt hier eine leere Flasche Wasser und noch eine leere Flasche Wasser und da hinten eine halb volle. Ich muss mir angewöhnen, hier auch mal Wasser hinzustellen, ne? Aber ich trinke das aus dem Glas, weil aus dem Glas trinke ich den tatsächlich doch noch mal ein bisschen mehr. Wo ist denn eigentlich das Schweinchen?
hier ist auch eine Tür. Ja. Hallo. Ja, ich hab euch auch lieb. Wo ist unser Schwein? Nein. Montag 3 Liter, Dienstag 2,5 Liter und heute sind es bisher auch 2,5 Liter. Hab neben einen Trinkbecher mit Strohhalm, das geht bei mir am besten. Ja, das also aus der Flasche trinke ich immer nur so einen kleinen Schluck und den ist gut. Ach, hier ist er. Noch nicht hungrig, fett. Okay, sehr gut. Wir müssen auch noch reiten mit dem, ne? Also betrunken reiten. Gucken wir noch mal hier rein. Gibt es hier noch irgendwas? Okay, erstmal den Ofen anschmeißen. Hartgekochtes Ei, hartgekochtes Ei. Hartgekochtes Ei. Oh, keine Eier mehr. Okay, wir holen mal ein bisschen Wasser. Und eigentlich könnten wir nächsten Tag oder so, wenn wir mal wieder Zeit haben hier, ein bisschen Holz nochmal machen. Ne? Wir haben jetzt zwar letztes Mal auch ein bisschen was gemacht, aber jetzt wo wir halt doch relativ viel am Ofen sind, läppert sich schon jetzt mittlerweile, ne? Wir könnten doch auch mit unserem Handwagen theoretisch dann mal gucken, wie viel Holz wir da reinkriegen und wie viel Holz wir von den Typen da kriegen. Ja, was mache ich denn da? Das würde ich glatt mal testen. Ich nehme mal 10 Holz. Und düse da mal schnell hin. Und mal gucken, wie viel wir für 10 Holz bekommen. Oh, 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 oh. Schnell wieder nach Hause, die Eier. Nein, bitte nicht. Wie viel Kaffee trinkst du am Tag, Mika? Nein, die sind alle verbrannt. Na toll. So, 10 Holz. Das gibt es ja, nicht viel. Wie viel will er haben? 300 für 100. Oh, okay, den kriegen wir da wirklich nicht viel. Okay, 30 für 10. Das geht aber eigentlich. Das geht. Dann würde ich die Baumstämme mal versuchen mit den Baumstämmen. Weil die kosten hier... Das verstehe ich auch nicht. Wieso zahle ich für... Okay, ja gut, macht Sinn. Oh, das würde ich gleich mal testen wollen. Könnten wir echt schönes Geld mitmachen, aber gut, wir müssen halt auch gucken, dass wir hier nicht zu viel fällen, weil wir haben hier nur eine bestimmte Region, die wir fällen können. Und nicht, dass wir nachher für uns kein Holz mehr haben. Wir müssen das ja dann nachkaufen, ne? Die Berechtigung, dass wir da auch Holz fällen können. Aber du kannst ja alles nachkaufen und du kannst ja echt gutes Geld mitmachen. Na, der kommt hier nicht durch. Na gut, ist nicht so schlimm. Jetzt habe ich... Doch, die Axt habe ich hier. Ups. Ups. Ah. Wie viel war noch drauf? Okay. Oha.
12 haben wir da. Okay, jetzt ist er sehr langsam. Jetzt packen wir das da mal rein. Aber irgendwie kannst du den ja auch nicht so richtig anpeilen hier. Du kannst nur sagen, ziehen. Aber nicht beladen. Das geht nur, wenn ich so mache. Und dann nehme ich mir hier 3. Und dann mache ich so. Und dann kann ich... Moment. So, und jetzt kann ich den hier anklicken. Und dann kann ich... Das ist total doof gemacht. Nicht genug Platz, um es reinzuquetschen. Er kriegt keine 17 Stück da rein. Das ist traurig. Irgendwie ist das noch nicht so geil, ne? Mit dem... Das ist nicht der Wagen. Wieso kann ich den Wagen nicht öffnen? Ich glaube, du kannst ihn nicht öffnen, sondern die Sachen wirklich dann nur so reinschmeißen. Doof. Doof. Oh, sehr. Warum kann man das nicht öffnen wie eine Kiste, wo man dann halt ein paar Sachen reinlegen kann? War es ein Fehlkauf? Nein, ich glaube nicht. Eigentlich gar nicht. Vor allen Dingen, wenn ich damit rumdüse, da fliegt doch das ganze Zeug raus. Mal, wir hacken mal noch ein bisschen hier. Nein. Ja, wieso geht das nicht? Gleich rastet er wieder aus. Gleich kommt wieder der Bär aus ihm raus. Jetzt. Nee. Jetzt. Nö. Hallo? Ah, da ist der Bär. Ja, das machst du hervorragend, Kasimir. So, das sind keine 9 Kilo, das ist... Ich habe 96 Kilo, trage ich von 60. Ich glaube, bei 60 Kilo kann ich noch normal rennen. Gut. Ich würde trotzdem mal gucken, vielleicht wenn wir da 2 Tiere drauf kriegen würden, die wir erschießen, dann wäre das ja schon mal ein Vorteil. Was wollte ich jetzt noch machen? Achso. Was? Der kriegt ja nicht mehr rein? Achso, der ist schon einen drüber. Wie ging denn das? Naja, wie er will. Den Armer lassen wir mal. Bitte lass jetzt noch nicht gleich Winter sein.
Jetzt erst die Milch und dann haben wir das auch schon mal fertig. So, bitte, meine Damen, kommen Sie raus. Wo war der Eimer? Ach so, auf der. Und dann können wir bald selber Butter machen. Da, 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 da. So, mitkommen. Hier bitte wieder rein. Dankeschön. So, aber bitte mitkommen. Mit. Nein. Hier lang. Ah, sehr gut. Mich, 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 mich. No more today. Das hat, oh, ich hab das früher. Wo es, doch, die Zeit lang war noch mal so damals, vor, weiß ich nicht, 12 Jahren, 13 Jahren, wo es keine Milch gab. Oder, ja, Milch ausverkauft war und Milch zu teuer war. Da haben wir das immer gesungen. So, vielen Dank für die Milch. Frische Milch, liefer die Milch, auf der Karte anzeigen. Du bist total ausgetrocknet, das ist absolut richtig. Oh, Henrik, willst du wieder einen Kampf? Okay. Nee, warte mal. Brauchen wir eine? Wer war denn das mit der Milch? Ich weiß es nicht mehr. Kriegst auf eine Glocke, Junge. Oh, hier riecht eine über den Latz. Achso, alles nehmen. Die Dings können wir hier wieder verticken, ne? Ja, die beiden. Ne, die würde ich behalten. Die würde ich verticken. Wer war das mit der Milch? Was sieht das mit der Milch? Dann irgendwie rauchen wir einen Moment. Wieso haben wir denn jetzt nur noch 4 von 8 Milch? Habe ich aus Versehen irgendwas mit Milch gemacht? Oh no! Oh no, oh no, 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 no. Gut, ist halt nicht zu ändern. Die Milchaufgabe werde ich heute auf jeden Fall noch fertig kriegen. Sind 2 Nächte, dann ist das Ding erledigt. Das ist jetzt nicht so wild. Auf jeden Fall lassen wir das erstmal denn hier. Ach nee, weil ich nur 4 auf Tasche habe. Ah, okay, die anderen 4 sind hier noch drin. Okay, macht Sinn. Jetzt passt es. Jetzt passt es. Naja, kann ich helfen. Irgendein Witzbold hat mein Tor rechts vom Ladeneingang aufgebrochen. Wieso sollte jemand diesen Latten brauchen? Wenn ich mich nicht mal um ein blödes Tor kümmern kann, werden die Leute denken, dass ich mich auch nicht um einen Laden kümmern kann. Stefan ist entweder beschäftigt oder arbeitet für jemand anderen. Kasimir, kannst du mir bei diesem Tor helfen? Ich bitte dich darum, ich bezahle die Bretter, wenn du fertig bist. Ja. Ein Hammer, ein paar Bretter und fertig. Es ist besser, in Harmonie mit so viel zu bleiben. Ich frage mich, wer ihr diesen Streich gespielt hat. Großes Tor.
Dann zeig mal her dein Tor. Ach, hier. 11 Bretter, einmal Schrott. Oh, das wird schwer, ob ich 11 Bretter hierher schlipp kriege. Und mit dem Wagen, weiß ich nicht, wird das auch...